was bisher geschah. Uta Takar Schwadan, Isila Masjan Hasdawa, Batri Takar Kalapar. Laiwasu Udam Ulha Hayash. Takar Bal Tasha Daus. Und damit, was geht ab, meine lieben Freunde, euer Julia und herzlich willkommen zum 9. Far Cry Primal Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute noch wieder ein gechilltes Night Let's Play. Es ist heute Mittwoch, der 23.03. Ich bin gerade hier dieses Video in der Nacht am Aufnehmen, beziehungsweise muss das vorproduzieren, da ich ja von Samstag bis Mittwoch einschließlich in München bin. Deshalb konnte ich mir jetzt noch nicht die Kommentare von der letzten Folge durchlesen, sondern habe jetzt einfach mal alles hintereinander aufgenommen. Und ja, ich wollte euch noch ein paar Sachen erstmal hier erklären. So, ich habe versucht, hier mal ein bisschen das Spiel zu durchforsten und dieses Belohnungslager ist auf jeden Fall richtig geil, weil wenn wir jetzt mal so einen Außenposten oder so einnehmen, dann ist dieses Belohnungslager automatisch dort. Das ist jetzt gerade hier zu finden. Ich weiß nicht, wo ich gerade hier bin. Ich bin ja wie so ein Idiot am Rumrennen. Auf jeden Fall wollte ich euch mal hier zeigen. Wir rennen mal kurz zurück und ich zeige euch mal dieses Belohnungslager. Hier können wir leider noch nichts upgraden. Das zeige ich euch mal. Ne, hier war das nicht. Wo war das? Genau, hier war das. Da brauchen wir einmal Dachsfell. Bevölkerung muss auf 40 steigen. Also 4 Leute brauchen wir noch. Dann haben wir die nächste Bevölkerungsstufe erreicht. Und hier ist dieses Belohnungslager. Und das ist wirklich überall. Hier kann man dann Sachen nehmen, die man braucht. Wenn man zum Beispiel Fleisch braucht, jetzt haben wir unsere Beutetasche voll. Und da tun auch immer andere Leute was rein. Also wäre es eigentlich immer praktisch, immer alles mitzunehmen, was wir mitnehmen können von dem Belohnungslager. Aber auch nicht zu viel, ne? Dann habe ich noch am Anfang, bevor die Folge beginnt, erstmal hier geschaut bei Handwerk, was wir noch bräuchten, damit wir was verbessern können. Rot und Fell haben wir zum Beispiel nicht in unserem Belohnungslager, aber wir hatten nämlich dieses Nordzeder und davon haben wir jetzt überall 6 von 6. Das heißt, wir können unser Speer upgraden. Das machen wir jetzt direkt mal zusammen. Bam! Boah, unser Speer ist upgraded. Guckt euch mal diesen Speer jetzt an. Jetzt brauchen wir wieder Nordzeder, Nordschwanstein und Nordton, damit wir die nächste Stufe machen können. Aber ich will unbedingt das hier machen, Alter. Da braucht man auch ein paar Sachen. Die Keule ist mit so die wichtigste Waffe, finde ich. Unseren Bogen haben wir ja schon am Ende der letzten Folge aufgebessert. Den werden wir auch heute zu spüren bekommen. Dann bei Fähigkeiten haben wir auch wieder 2 Punkte, die wir einsetzen können. Einmal hier, würde ich sagen, machen wir das direkt. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich praktisch. Bewege dich in der Hocke schneller, drücke B, um in die Hocke zu gehen. Also ich finde, das muss auf jeden Fall sein. Da brauchen wir auch 2 Punkte für. Weil wenn wir geduckt gehen und ein bisschen schneller gehen, ist das, glaube ich, besser, weißt du? Boah, habt ihr den Speer gerade gesehen? Der Rahmen hat richtig krass aus, ey. Und ja, wir haben das letzte Mal die Mission bei Tensei gemacht, die war richtig krass, wo wir in diesem Kreis da waren mit dieser einen Frau da, die so blau gekleidet war. Und jetzt zeige ich euch mal auf der Karte, was wir noch alles so haben. Wir können natürlich jetzt direkt die nächste Mission machen, die von Tensei, glaube ich, ist. Das ist einmal die hier, die ist aber sehr schwer. Oder wir machen die hier, erkundige die abgelegene Höhle. Da können wir uns eigentlich jetzt frei entscheiden, aber diese sehr schweren Missionen machen wir auf jeden Fall noch nicht. Weil ich finde, das ist abnormal schwierig, Alter, weil die letzte Folge war schon richtig schwer. Also würde ich sagen, reden wir einfach mit einem aus dem Dorf, das sind ja auch die Missionen hier. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wer was ist. Wir können ja hier sehen, diese Frau ist für Jagd, der Typ ist für Kampffähigkeiten, der Typ ist für Handwerksfähigkeiten. Stelle 2 Keulen statt einem Waffenrad her, okay. Ja, was ist am sinnvollsten, was wir zuerst machen, weil wenn wir die Mission zuerst machen, dann müssen wir jetzt mal schauen, springen oder fallen auf einen Gegner. Also Kampffähigkeiten sind, glaube ich, jetzt nicht so krass wichtig, oder? Ja, oder warte, Jagdfähigkeiten. Das ist schwierig, Leute. Oder wir können auch bei der Seiler machen. Aber ich mache einfach die Handwerksfähigkeit. Also werden wir erstmal mit dem Typen da unten reden, der gerade da steht. Und der ist so für die handwerklichen Sachen zuständig. Und die geben uns dann auch die Mission. Das ist der mit dem einen Mann. Guck mal, der hat mich immer der Pissvogel genannt. So. Das stimmt. Mit einem Arm kannst du schlecht bauen. Okay. Ah, ja, Mann, wir können sogar seine Hütte bauen, Alter. Korrekt, guck mal. Aderholz brauchen wir nur 3 Schiefer. Haben wir von überall genug da, um das zu verbessern. Machen wir mal direkt und bauen ihm jetzt mal eine Hütte. Das Dorf wächst und wächst. Es kann auch sein, dass jetzt hier direkt neue Bevölkerungen dazukommen. Und der macht jetzt heute eine Hausparty. Da macht er richtig Rille in seinem kleinen Bunker da, ey. Geil, ey. So, mal gucken. So, Wogas Hütte. Verbessert Belohnungen, Handwerksfähigkeiten. Neue herstellbare Taschen und Gürtel im Handwerksmenü.
Falle, Wurfgeschoss, Tobesucht, Splitter, Wurfgeschoss. Also richtig geil gemacht, das Spiel, Alter. Gefällt mir abnormal. Die Venyas sind in ganz Oros verteilt. Finde und rette sie, um deine Dorfbevölkerung zu erweitern. Drücke Start und wähle das Dorfmenü, um deine Bevölkerung zu sehen, okay? Wenn deine Bevölkerung wächst, kannst du neue Hütten errichten und sie verbessern, um neue Fähigkeiten, Waffen, Rezepte und Handwerksrezepte freizuschalten. Okay, das ist alles auf jeden Fall interessant. Muss man auf jeden Fall versuchen, taktisch vorzugehen und das Ganze ja auch gut hinzubekommen. Ah, plus einen Dorfbewohner leider nur. Aber wir sagen, reden trotzdem mit dem. Oh, wir haben eine neue Fähigkeit bekommen. Mal gucken, ich schau mal nach hier. So, das war die falsche Knopf. Fähigkeiten. Jetzt können wir zum Beispiel sehen, jetzt haben wir bei ihm hier die Sachen freigeschaltet, weil wir ihm die Hütte errichtet haben. Jetzt können wir zum Beispiel das hier. Die Effekte von Nahrungsrezepten wirken statt 60 Sekunden jetzt 90 Sekunden. Okay, ich stelle zwei Keulen her, dafür brauchen wir aber zwei Sachen. Fallen richten mehr Schaden an. Ja, da müssen wir erstmal warten. Wir können ja mal schauen, was sich ja noch entwickeln wird. Handwerk, können wir jetzt irgendwas machen? Oha, was geht denn hier ab? Ah, Wogas Hütte Level 1 Ziegenfell. Jetzt können wir ja das upgraden, unsere Tasche. Trage im Taschenmenü die Standardmenge von Gegenständen bei dir. Upgrade, trage 50% mehr Waffen, Rohstoffe und Nahrung bei dir. Das ist doch mal richtig geil. Jetzt können wir mehr aufnehmen. Das ist schon mal super. Ah, irgendwas ging noch gerade. Ah, jetzt brauchen wir hierfür Jägergürtel. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Das ist nicht so wichtig erstmal. Mehr können wir nicht machen. Das wird uns immer auch angezeigt, wenn wir was machen können. Das finde ich auch richtig praktisch. Aber jetzt reden wir erstmal mit ihm, um bei ihm die nächste Mission zu machen. Schmeiga! Baldam Chitatista! Nuta! Oh mein Gott, eine neue Keule, bitte! Paida Shanti! U Apaquam! Quarquam, Schwaldata Darfatakwa! Haya, Schwaldam Darfam Qua! Ugas Nagu! Waidata! So, Nagu! Marjo, ja? Wie behindert. Faran, Parton! Uraf, na gut, Bauga. Faran, Parton, Schwada. Su! Na wa quarvi taticham. Na quarvi balugas naguai. Dann zeig mal, was deine Klaue so drauf hat, Alter. Wir sollen uns mal eine neue Waffe erstellen zum Kämpfen. Das wäre richtig geil, ey. Mal gucken, ob es jetzt überhaupt bei ihm eine neue Mission gibt. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt, der Oros-Gipfel. Okay. Also bei ihm können wir auf jeden Fall so eine neue Klinge machen. Da ist er ja gerade am dran sitzen. Die hat er ja gerade in der Hand. Jetzt haben wir eine neue Mission auf der Karte freigeschaltet. Ich zeige euch das mal eben. Wo ist diese Mission? Wir können jetzt hier Heim des Venya-Handwerkers. Nee, es ist keine Mission. Gucken jetzt einfach mal nach. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Man weiß jetzt nicht, was von ihm ist. Man muss gucken. Ja, super. Ich sehe jetzt. Ah, hier oben? Nee. Oder doch, da ist sie doch. Da ist sie doch, die Mission. Erklimme die Klippe mit deiner Kletterkralle und sammel seltene Federn aus dem Adlernest. Schwierigkeit schwer. Egal, das machen wir jetzt einfach mal. Leider können wir nur hierhin schnell reisen. Ich glaube, das ist aber trotzdem ein bisschen schneller, wenn wir dahin reisen und dann von dort aus zu Fuß dahin gehen. Ich würde sagen, ja, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, es ist sinnvoller, wenn wir wirklich bei jedem erstmal die Mission machen. Weil wenn ich jetzt erstmal mit ihm noch rede, dann haben wir 1000 verschiedene Missionen, wir wissen nicht, was zu wem gehört. Deshalb würde ich sagen, machen wir erstmal so, machen wir alles Schritt für Schritt. Und jetzt machen wir erstmal die Mission bei ihm und sehen uns gleich dort wieder. Ah, fuck, vorhin da hinten haben wir ein paar Udams, aber guckt euch mal unseren neuen Bogen an. Ich finde, der sieht einfach nur richtig geil aus. Schaut den euch mal an. Der ballert einfach nur übertrieben. Komm, jetzt entzünden wir mal das Ding hier. Komm, wir suchen mal einen richtigen Headshot zu geben, okay? Bam, Junge! Boah, die brennen, die werden beide brennen. Die denken sich auch, hä, woher kam das jetzt, hä? Woher kamen diese Schüsse? Der Öni, der wird langsam zum Taktiker, denn in seinem Block ist er jeden Taktiker. Oh, chill mal, hallo. Ich bin am Verbrennen hier. Alter, die ganze Wiese fängt an zu brennen. Was geht denn hier ab, Alter? Ach, du Scheiße. Nein. 100% kommt dir gleich ein Krokodil, Alter. Ach, du Kacke, Alter. Hier sehe ich zum Glück noch keins. Wir müssen auf jeden Fall hochkommen. Da ist die Mission. Ich sage, wir gehen uns direkt mal hier rüber. Ich hoffe, es wird aus dem Nichts, aus dem Wasser ein Krokodil kommt. Ich weiß nicht, wie ich schreien würde. Ich würde, glaube ich, heulen. Ich bin so schreckhaft, Alter. Ich habe gar keinen Bock auf den Horrorspiel demnächst, ey. Und ich habe auch in den Videos immer so einen Abstimmungslink drin. Könnt ihr mal gerne abchecken wegen den Spielen, damit ihr mal wisst, was wir jetzt demnächst für ein fünftes Spiel nehmen. Wir müssen aber erstmal nutze die Kletterkralle, um überhin ist denn. Kletterkralle, Alter. Kletterkralle. Ich finde den Namen einfach so geil, ey. Die Bestie kann er nicht folgen. Du kannst sie später vom Bestienmenü auswählen. Er braucht auf jeden Fall auch demnächst eine neue Bestie, Alter. Ein neues Tier. Ach du Scheiße. Entklimme die Klippen, um die seltenen Adlerfedern von Wuga zu finden. Und das meinen die mit schwer. Deshalb müssen wir mal schauen.
wie wir da hochkommen. So, wie würdet ihr handeln? Ich würde erstmal hier hochspringen. Genau so. Und dann mit der Kletterkralle, Kralle, auf Rille. Aber der will da nicht hin. Kann mir das mal jemand sagen? Warum will er da nicht hin, Leute? Ah, jetzt geht's. Okay. Da muss man ein bisschen näher dran sein. So, perfekt. Lösen. Okay, da können wir jetzt hoch. Versuchen jetzt mal hier zusammen diesen Weg hier zu erklimmen. Ist auch mal was anderes. Nicht immer nur kämpfen, sondern auch mal hier hochklettern und sowas. Würde ich auch mal sehen, so ein bisschen Assassin's Creed-Style. Ich weiß, in der letzten Folge bin ich sehr oft runtergefallen von diesen Kackdingern hier. War schon cool, wenn er jetzt mit B schneller am Klettern ist. Das gefällt mir auf jeden Fall. Der rennt jetzt viel, viel schneller, schneller hoch und alles. Jackpoint, erklimme die Klippen. Die haben wir gemacht. Selten. Oh mein Gott, da ist irgendwas auf der Karte. Ach du Scheiße, wir müssen irgendwelche Federn finden. Ich frage, ey, was kommt da die ganze Zeit angerannt, Leute? Oder über mir rennt, glaube ich, irgendwas. Oh jo, ich bin fast runtergefallen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo es hier weitergeht, ey. Also ich sehe jetzt gerade nichts. Da. Ah, da ist das Ding fürs Kletterhaken. Für den Kletterhaken. Da müsste da eigentlich hochkommen, ne? Oh shit, Digga, nicht. Nein, 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 nein. Nicht runterklettern. Dreh dich einfach um. Und spring darüber. So, springen. Optimal ziehe ich hoch. Bam, oben sind wir. Oh, da ist schon die erste Feder. Seltene Feder nehmen. Okay. Die braucht der Typ, glaube ich. Die müssen wir für ihn sammeln. Scheiße, ich hoffe, er sieht nicht das. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Guck mal, die Klippen um diese. Alter. Habe ich mich gerade erschrocken, ey. Greift mich da so ein scheiß Adler an, nur weil ich seine Kackfeder geklaut habe. Eieieiei. Deshalb, das ist die ganze Zeit am Rumfliegen. Wir müssen mal schauen, wie es jetzt. Wie wir da weiterkommen. Da ist auf jeden Fall schon mal so ein Ding. Okay. Ach du Kacke, was ist das denn für eine Höhle? Ach du Kacke. Oh mein Gott, die greifen mich an, die Kackdinger, die Viecher, ey. Okay, höher geht's auf jeden Fall noch nicht. Deshalb müssen wir da jetzt einfach reingehen. Eine von diesen vier Federn haben wir schon mal gesammelt. Jetzt geht's hier rein. Boah, was soll das bedeuten, Alter? Hey, das check ich jetzt nicht. Was wir da machen sollen? Wir gucken einfach mal. Ich nehme mal die Keule. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, nicht, dass da irgend so ein Wolf da rauskommt. Oh nee, nicht so eine Höhle. Bitte nicht, ey. Oh Gott, da habe ich jetzt Schiss vor, Leute. Da habe ich mega Schiss gerade vor. Alter, da liegt irgendwas. Was liegt denn da? Schlange, Schlange, Schlange. Nee, 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 nee. Du wirst brennen, du scheiß Schlange, Alter. Du wirst brennen und der Typ neben dir auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da kommt irgendwas. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ach du Scheiße. Ey, was ist denn hier am Fliegen, Leute? Guck mal auf der Karte. Das bewegt sich wie Kakerlaken, ey. Wir suchen den Typen mal, ja? Knochen, ja, super. Was will ich denn mit Knochen, ey? Das ist wieder eine Schlange. Geil. Zack. Mal direkt so ein Ding hier ab. Alter, wir müssten hier echt aufpassen, Leute. Aber wirklich aufpassen. Oh mein Gott, ey. Ja, super. Was soll ich denn jetzt in dieser Höhle, wenn hier nichts drin ist? Wie stellen die sich das denn vor? Hier gibt's nicht mal was. Oder? Seht ihr irgendwo was, Leute? Warte. Das ist doch schon der Adlerweg. Hier ist einfach nichts. Okay. Müssen wir anscheinend doch rausgehen, ey. Na super, was haben wir denn drin gemacht, ey? Hammer Leben, Alter. Letzte Keule. Okay. Ah, da geht's hoch. Guck mal, wie blind ich bin. Das war nur so eine kleine Falle, sage ich mal. Mann, 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 Mann. So, wir brauchen Feder Nummer 2. Oh, fuck. Ey, die ziehen mir immer voll viel Leben ab. Da müssen wir aufpassen, uns immer schnell selber heilen, wenn es geht. Ey, ey. Ja, die abballern kann ich die nicht, Alter. Ich bin kein Rapid Quicker hier, der hier die schnell mal quickscoped. Hier liegt auf jeden Fall nichts. Da ist eine Feder drüben, die sehe ich doch jetzt von hier schon. Bitte, der schafft das, ja. Hier, Feder Nummer 2 haben wir. Die Hälfte ist erreicht, Leute. Muss auch nur gucken, wie wir jetzt hier weiter fortgehen. Ob wir jetzt hier runterklettern. Ja, das kann natürlich auch richtig sein. So. Oh nein. Oh shit, wo bin ich? Ey, ich bin jetzt irgendwo voll runtergefallen hier. Ach du Scheiße, ey. Ah, Freunde, wir sehen uns einfach gleich wieder bei der nächsten Feder. Das ist nicht so interessant, denke ich mal. Das reicht, wenn ich euch den Anfang gezeigt habe. Bis gleich. Wir haben auch schon direkt die nächste Feder gefunden, Leute. Feder Nummer 3. Nur noch eine fehlt uns. Eine einzige. Die Frage ist, wo wird die sein? Die Viecher werden jetzt richtig böse sein und versuchen, mich anzugreifen. Ah, da ist eine Pflanze. Das ist das Gute an diesem Adlerauge, dass wir da immer schön gucken können, wo wir hier was finden, beziehungsweise der Legerblick. Ich habe das Gefühl, irgendwas wird hier noch kommen, Alter. Ich habe voll Schiss gerade, ohne Spaß, ey.
Wo ist die dritte und letzte Feder? Verpisst euch. Ah, da hinten ist sie denn. Kommt her, kommt. Kommt doch her, ihr Viecher. Ich habe auf jeden Fall gerade schon die letzte Feder gesehen. Die ist nämlich hier hinten. Oh mein Gott, guck mal, wo die ist, ey. Ey, da hat jetzt voll Angst, hier rüber zu gehen, ey. Uiuiui. Nimm die Feder, schnell, schnell. Okay, perfekt. Spring ins Wasser. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Oh mein Gott. Guck dir das jetzt an, Leute. Bitte. Ach du Scheiße. Ist das dein Ernst? Ey. Oh mein Gott, jetzt kommt Krokodil, ey. Ey, ich heule. Krokodil. Ey, ich muss hier raus aus dem Wasser. Ich muss schnellstmöglich hier raus. Wir haben die Mission aber geschafft. Optimal. Fähigkeitenpunkte haben wir dazu bekommen. Geile Scheiße. Die Mission war auf jeden Fall chillig gewesen. Mal was anderes hier. Ein bisschen klettern und sowas. War cool, muss man sagen. Unser Wolf ist auch schon wieder am Start. Wir gucken mal auf der Karte, ob wir neue Missionen bekommen haben hier bei ihm. Ne, bei ihm gibt es keine neuen Missionen mehr. Das heißt, er hat nur eine Mission gehabt, die wir erledigen mussten. Das heißt, wir können direkt ins Dorf gehen und direkt mit der nächsten reden. Ich würde sagen, ja, noch nicht mit ihm. Wir versuchen mal alles so durchzugehen. Ich versuche das jetzt mal so im Uhrzeigersinn. Also wir fangen bei... Ne, das ist Taka. Ja, Seiler brauchen wir auch nicht. Mit der können wir ja gar nicht reden, weil der haben wir keine Mission. Da steht ja nur ihre Hütte. Und hier, das ist die nächste. Mach mal mit Jaima. Vielleicht kann man die am Ende auch knallen. Oder wir reden mit Karosch. Ich schaue mal kurz nach hier, ob wir, was wichtiger wäre mit ihm, mit ihr. Die ist beim Jagen. Ja, der ich bin nicht so der Jäger, Freunde. Deshalb, ja, lieber wäre, glaube ich, Kampffähigkeiten, ne, beim Kämpfen. Machen wir lieber bei dem anderen Typen die Mission, alles klar. Dann sehen wir uns gleich im Dorf wieder, wenn wir mit diesem Typen hier reden. Wo ist er? Da, genau der. Karosch, der Krieger, bis gleich. Boah, sieht aber eigentlich richtig bequem aus hier im Dorf, oder, Freunde? Also, wenn ich damals in der Zeit leben würde, würde ich sagen, sieht jetzt alles recht schick aus. Guck mal, die chillen am Lagerfeuer. Boah, das wäre eigentlich mal ein richtig geiles Erlebnis, sowas mit seinen Freunden zu machen, Alter. Boah, einfach so im Wald chillen, ey, mit Lagerfeuer, sich so eigene Hütten zu bauen, ey. Alter, guck, wie chillig die hier liegen, Alter. Der schläft einfach, der Pisser. Was ist los mit dir? Ist der richtig am Schlafen hier? Oh, das ist schon krass, Alter. Natürlich muss man auch keine Angst vor Viechern, also vor irgendwelchen Tieren, bevor man sowas macht. Aber egal, mach jetzt direkt die Mission bei dem Karoshima, dem Krieger. Reden wir mal direkt mit dem, was er von uns möchte. Das hört sich gut an. Aber ich glaube, wir müssen ihm erstmal sein Heim errichten. Das müssen wir bei jedem machen. Oh Gott, bitte. Ach du Scheiße, das können wir gar nicht machen, Leute. Wir brauchen nämlich Wolfsfell. Und Wolfsfell haben wir einfach nicht. Das heißt, wir müssen erstmal Wölfe jagen gehen, damit wir bei ihm die Mission machen können. Dann müssen wir mal hoffen, dass wir bei der anderen Frau nichts brauchen. Wir gehen jetzt mal direkt zu ihr rüber. Ach du Mama Scheiße, Paddy. Alter. Gucken, was sie zu sagen hat. Alter, die redet ja wie ein Kerl. So, mal gucken. Ja, Mann, bei ihr geht's, Leute. Bei ihr geht's. Alter, Holz, Schiefer, Schilf, Braunbärenfell. Haben wir alles fertig. Können wir direkt verbessern. Jetzt hat die auch noch ihre Hütte, Alter. Boah, das Dorf wird richtig zum Beben gebracht, Leute, Alter. Alle kriegen neue Häuser. Boah, was für eine chillige Bude eigentlich, Mann. Also, es ist schon schön mal zu sehen, wie die Leute damals gelebt haben, wie die Menschen. Das ist ja so ein kleiner Eindruck, sage ich einfach mal. Früher gab es einfach sowas nicht wie Smartphone und sowas. Aber wirklich, das ist echt krass. Das muss man einfach mal sagen. Und jetzt kann man die erstmal flachlegen in ihrem Dorf. Wir brauchen noch zwei Bevölkerungen, zwei Dorfeinwohner. Dann haben wir endlich 40 und dann können wir viele neue Sachen machen. Weil jetzt erstmal bei ihr die neue Mission. Boah, was geht denn hier? Aber sie ist ja schön eingerichtet. Oha! Wantar have to fuck with us. Nayalia pachas machad us. Why do fuck with such valdas? Kuspa jao dwayesh. Ku, ti fuck with kuspa dwayesh. Kwaida wanam. Nam jao na kwaida shwada. Ah, mama fadi. Ti fuck with wantar is daish. Kuspas. Barju halchi hata. Ciao, Hisu, ciao da. Sa waida. Musi jaru hinacha. Ach du Scheiße, Alter. Wir sollen jetzt einen Elch bei Nacht jagen. Eieiei, das kann was werden. Ey, müssen wir einfach einen Elch jagen. Ja, das finde ich ein bisschen blöd. Man weiß jetzt nicht, welche Mission zu wem gehört.
Aber muss man sich das einfach nur erschließen? Wir schauen einfach mal nach. Ja, okay, jetzt sehen wir jetzt auch direkt, dass es bei ihr hier ist. Auch am Arsch der Welt. Folge den Leuchtkäfern, um den Großelch für Jaima zu erledigen. Schwierigkeit Mittel. Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Und eventuell können wir dann direkt mal das hier machen. Urki, der Denker. Das ist, glaube ich, eine Mission auch vom Tensei. Ich glaube, wir haben gar keine Mission mehr vom Tensei. Weil ich glaube, die Missionen von den jeweiligen Personen, da sind auch immer die Köpfe von denen drauf. Deshalb passt das ja eigentlich. So, wir können schnell reisen hierhin. Oder? Wo? Ja, hierhin. Da müssen wir ein bisschen zu Fuß gehen, aber das kriegen wir hin, Leute. Bis gleich. Oha. Ey, Leute, da schwimmt irgendein Fisch, Alter. Was ist das denn? Da ist irgendein Fisch am Schwimmen. Den hole ich mir. Ja, super. Ich zünde einfach die Flamme an im Wasser. Wie dumm bin ich, Alter? Das wird doch sowieso erloschen. Guck mal, was der Fisch da macht, Alter. Boah, der sieht lecker aus. Den holen wir uns. Vielleicht können wir den ja zum Abendessen oder so. Da ist er doch. Da ist er. Bam, Junge. Alter, das ist ja ein Haifisch, oder was ist das? Ist auf jeden Fall schon mal tot. So, gehen wir da hin. Beißfisch. Der beißt uns immer. Ah, haben wir seine Haut bekommen? Oh mein Gott, das sind Wölfe. Oh Gott, das ist 1200 Meter. Oha, das ist direkt ein Warzenschwein. Zack, Kopfschuss, hole ich mir. Wildschwein häuten. Zack, wir versuchen auf jeden Fall alles mitzunehmen, was wir mitnehmen können, Leute. Ja, jetzt müssen wir hier mal dieses taktisches Vorgehen, Alter. Leck mir doch die Eier, Alter. Einfach mit dem Kopf durch die Wand, der Rille Öni, ey. Wir müssen auf jeden Fall erstmal 1000 Meter latschen, ey. Dann sehen wir uns gleich dort wieder, Leute. Oha, Alter, da sind zwei Mammuts, Leute. Ey, sollen wir versuchen, die zu töten? Das wäre eigentlich richtig praktisch. Wir brauchen noch für irgendwas, brauchen wir Mammutfell. Ich weiß auch nicht mehr für wen. Aber wir könnten die von hier oben eigentlich gut versuchen zu töten. Ich versuch's einfach mal, okay? Zack. Boah, Alter, diese Speere sind ja richtig krank. Sollen wir versuchen, unser Tier auf ihn zu hetzen? Ah, ne, das bringt nichts. Jetzt habe ich zwei Dinger verschwendet, Alter. Wenn wir runtergehen, dann wird's unnormal schwierig. Aber von hier oben... Jetzt rennen die beide weg, die Pisser. Komm, ich hab Eier, Leute. Ich hab Eier. Komm, wir machen das. Ich versuch's jetzt einfach mal, die zu überraschen. Oh mein Gott. Ja, hier sind zu viele Mammuts. Nee. Das wird nix. Letzter Speer. Oh, und den verwerfe ich auch noch. Okay, das war's. Und ich kann weg. Ja. Ach du Kacke, jetzt kommt das auf mich zu, ey. Egal, komm. Ich versuch's jetzt einfach mal. Oha. Bam, in deine Fresse. In deine Fresse. Oha. Ach du Scheiße, mein Leben. Mein Leben. Fuck. Digga, hilf uns mal. Der hilft uns nicht mal. Das ist doch ein Gegner. Eieiei. Oh, shit. Wow. Geh in dein Arschloch rein. Ja, Mann, der ist tot. Wir haben ihn. Wir haben den Mammut. Aber wir verlieren unseren Wolf, Alter. Unser Wolf, der darf nicht sterben, ey. Und der Öni wieder auf Mammutjagd. Das hat man, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gehabt. Ey, wir müssen hier unbedingt weg. Hier ist so ein Mammutsrudel, Alter. Unbedingt müssen wir hier weg. Unbedingt. Ach du Scheiße, Alter. Guck mal, das ist der eine, den ich vorhin abgeballert habe. Der hat uns seinen Speer im Arsch stecken. Der wird sich denken, wo kommt der Speer aus meinem Arsch, ja? Ey, sag mal, ein Wolf, der soll direkt mit mir mitkommen. Oh mein Gott, irgendwas rennt hinter uns her. Seht ihr das auf der Karte? Digga, Wolf, bist du dumm? Komm her. Digga, hier hin. Ey, der ist doch so dumm, ey. Wie dumm ist der Wolf? Digga, wir müssen uns jetzt hier voll vorbeischleichen, damit die uns nicht sehen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ja. Das war's. Nee. Öni ist tot, Leute. Tut mir leid, Mann. Ach du Kacke, ey. Wir haben unseren Wolf geheilt. Digga, Wolf, komm mit sofort mit, Mann. Komm mit, du Idiot. Komm mit. Genau so. Oha, da war noch ein Elch, Alter. Den hole ich mir auch, Mann. Ah, scheiße, wir können keine Speer mehr erstellen. Egal. Oh mein Gott. Ey. Verpiss dich, Alter. Oha, der Mammut brennt, Alter. Das ist ja mal voll effektiv, die mit brennenden Dingern abzuballern. Leute, habt ihr das gesehen? Jetzt haben wir eine neue Taktik, um Mammut zu töten. Eieiei. Warte. Ey, lass doch mal mein Tier in Ruhe, ey, du Pisser, Mann. Ich werde dich zum Brennen bringen, du scheiß Mammut. Warte, verpiss dich, warte. Er brennt. Dreh dich um. Und hier in deine Fresse rein. Hä? Was willst du, hä?
Komm, schnell unser Wolf heilen. Oh shit, Alter. Oh shit, Leute, 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 Leute. Wolf, komm her. Ey, was habe ich denn jetzt? Ey. Alter, der Mammut, der will's wirklich. Wir sind tot, Alter. Mann, diese Mammuts, Alter, die gehen mir auf den Sack. Wir sehen uns gleich, wenn wir bei der Mission angekommen sind. Oha, da kämpfen zwei Bären gegeneinander, Alter. Und da mal wieder Mammuts. Diesmal werden wir ganz außen rumgehen und erstmal zur Mission, Leute, Alter. Ach du Scheiße, da haben wir einen Bären, ey. Eieiei, darf uns auf keinen Fall sehen, Leute. Wenn der uns sieht, ey, wir müssen da vorbei. Wir müssen da vorbei und wir müssen irgendwie hier hochkommen, Alter, weil da oben ist die Mission. Ey, der Wolf ist so behindert, Alter. Der Wolf ist behindert. Wie dumm ist der? Guck mal. Ey, okay. Ja, Wolf. Brenn. Bär. Oh shit, Alter. Verpiss dich, ey. Scheiß Tier, ey. Hau ab. Guck mal, der ist ja richtig am Abbauen, ey. Das ist ja voll krass, Mann. Das Feuer, die so verscheucht. Habt ihr das gesehen? Ey, was für einem abgelegenen Beat sind wir denn hier, ey? Oh mein Gott, da hinten sind auch irgendwelche Tiere. Alter, hier ist ja gar kein. Was ist das denn hier? Hier ist ja gar kein Dings, Mann. Gar kein Land und sowas. Alles voll verschattet. Das sieht aus wie bei König der Löwen. Dieses Land von diesen Hyänen, ey. Wisst ihr, was ich meine? Ach du Kacke. Dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Wir sind gleich angekommen. Ey, so viel Meter muss man hier einfach rennen. Das ist krank, wie viel man hier immer rennen muss. Und da sind wir auch endlich angekommen, Leute. Meine Güte, war das hier ein langer Weg, ey. So, perfekt. Was müssen wir jetzt hier machen? Was ist unsere Aufgabe? Der Großelch frisst nur nachts, warte auf den Einbruch der Nacht oder ruhe dich am Lagerfeuer aus, um die Zeit zu beschleunigen. Okay, dann ruhen wir uns erstmal am Lagerfeuer aus. Boah, sieht ja mal richtig geil aus, wenn es Abend wird. Alter, guck mal, die Wolken und alles. Und jetzt wird's dunkel. Unsere Aufgabe ist es, den Elch zu jagen. Ach du Kacke, Alter, jetzt bin ich mal gespannt, ey. Da müssen wir kein Elch jagen, ey. Wenn ihr Ereignis, töte die Angreifer und rette die Gefangenen, wenn ja. Halt dein Maul, Alter, nichts da. So, wir gehen erstmal zu unserer Mission. Okay, so, folge den Leuchtkräften. Der Großelch. Ach du Scheiße, ich glaube, das ist so ein Ding, was wir schon mal gesehen haben. Folge dem Pfad der Leuchtkäfer. Ah, da leuchtet's doch. Ich werde auf jeden Fall erstmal. Ah, wir können nicht mal ein Dings erstellen, ey. Ach du Kacke, immer noch 4 Pfeil und Bogen. Das kann was werden, Leute. Egal, wir lassen uns überraschen. Der Pfad der Leuchtkäfer. Das ist der Pfad der Leuchtkäfer. Da sehen wir gleich irgend so einen Riesenelch, ey. Boah, ich freue mich auf eine Mission, wo man ein Krokodil jagen muss, ey. Da werde ich so Angst haben, ey. Ich hoffe, sowas wird nicht kommen. Oh mein Gott. Boah. Folge dem Pfad der Leuchtkäfer. Halt, die Fresse habe ich doch schon die ganze Zeit. Okay. Ah, es geht da drüben. Weiter. Okay, im Wasser ist nichts, ne? Gehen wir erstmal jetzt hier runter. So. Perfekt. Da ist er doch. Ich hab ihn. Da ist er. Oh mein Gott. Wie soll ich den töten, Leute? Ich weiß nicht, wie am besten. Oha. Oh mein Gott. Ja. Ach du Scheiße, Alter. Der ist doch viel zu schnell. Ich hätte jetzt irgendwas anderes noch gesehen. Töte und heute den Großelch, bevor die Udam es tun. Ach du Kacke, ey. Hier sind die Udams auch noch. Hier, wo ist der Großelch? Da ist er. Komm, komm, komm. Ich gebe dem einen fetten Headshot. Alter, wie der uns sieht, ne? Komm, wir müssen uns ranschleichen. Bam, Junge. Bam, bam. Bam, Junge. So, jagen. Oh mein Gott. Unser Leben. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wie kam der denn gerade auf mich zugerannt? Habt ihr das gesehen, Leute? Ey. Aber unser Wolf sollte doch mit dem Elch wohl klarkommen, ey. Scheiße, wir können nicht mal eine Waffe herstellen, ey. Doch, wir haben ja noch 3 Pfeil und Bogen. Oha. Da ist er. Komm, komm, den häut ich. Großelch häuten. Der gehört mir. Ja, Mann, komm. Heil unser Tier.
Der Großelch abgeschlossen. Ey, Junge, 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 ey. Das war auch eine coole Mission. Ich finde wirklich, die Missionen sind sehr, sehr abwechslungsreich, was mir auch übertrieben gefällt, ey. Und ja, Freunde, damit würde ich sagen, war es an dieser Stelle hier von unserem nächsten Far Cry Primal Let's Play. Die letzte Folge ging ja, glaube ich, schon etwas länger, über 40 Minuten oder so waren das, glaube ich. Die heutige Folge wird auch so ungefähr eine halbe Stunde gehen, keine Sorge. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da hier, dass das nächste Video, was ich vorproduziert habe für euch, das wird auf jeden Fall jetzt auch online kommen. Ich bin, wie gesagt, mit Mittwoch wieder aus München da. Und ja, Freunde, würde ich sagen, speichern wir ab und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Können wir wieder was upgraden, glaube ich. Hier unten haben wir was. Oha, was ist das denn? Schleuder? Du hast noch keine Schleuder erhalten. Die Schleuder verschießt Steine schneller und weiter und verursacht mehr Schaden. Okay, was können wir eigentlich machen, oder? Südstein? Wäre das nicht lieber sinnvoller zu behalten? Wir behalten das erstmal für die nächste Folge, jetzt nicht einfach sinnlos alles verschwenden. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwelche Tricks oder sonst irgendwas für mich habt oder Tipps, alles in die Kommentare rein. Ich versuche mir immer natürlich, wie so möglich, alles zu durchzulesen. Teilweise geleitete Gesundheitsbalken regenerieren sich automatisch viel schneller. Ach, boah, das ist gut, Alter. Das können wir machen. Ey, das machen wir auch direkt, damit ich das nicht vergesse. Gesundheit ist das Wichtigste in diesem Spiel, finde ich hier bisher. Das ist sehr, sehr wichtig, wie schnell man überlebt. Und ja, das war's dann jetzt auch, Leute. Macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich wieder sehr über 7000 Likes freuen. Haut rein und ciao.